Heute für euch, warum Newt Scamander auf der Karte des Rumtreibers zu sehen war und 6 Theorien dazu. Das und mehr jetzt in diesem Video. Die Welt von Harry Potter ist voller magischer Geheimnisse und versteckter Verbindungen. Aber ein bestimmtes Rätsel hat die Fans im dritten Teil der Saga Harry Potter und der Gefangene von Azkaban besonders beschäftigt. Der unerwartete Name auf der berüchtigten Karte des Rumtreibers, Newt Scamander. Diese überraschende Enthüllung hat unzählige Theorien und Spekulationen unter den Fans ausgelöst, die alle versuchen, das Geheimnis hinter Newts Auftauchen auf der Karte zu lüften. Heute werden wir uns mit den faszinierenden Theorien befassen, die versuchen zu erklären, warum der renommierte Magizologe bekannt für seine Abenteuer in fantastische Tierwesen während Harrys Zeit in Hogwarts auf der Karte erscheint. Ich habe in der Vergangenheit bereits ein Video zu diesem Thema gemacht, allerdings war es weniger umfangreich und es ist schon einige Zeit her. Deshalb freue ich mich auf dieses Video. Also legen wir direkt los. Fangen wir an mit der ersten Theorie. Ein interessanter Aspekt, den wir betrachten können, ist die Verbindung zum Thema Werwölfe. Im selben Jahr, in dem Newts Name auf der Karte erschien, begann Remus Lupin seine Tätigkeit als Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts. Lupin war bekanntlich ein Werwolf und er besaß sowohl ein tiefes Wissen über dunkle Künste als auch das Talent, dieses Wissen auf seine Schüler zu übertragen und praktisch anzuwenden. Seine Fähigkeiten und Kenntnisse machten ihn zu einem der besten Lehrer auf diesem Gebiet, trotz seiner eigenen Schwierigkeiten aufgrund seiner Verwandlungsfähigkeit. Newt Scamander war der Gründer des offiziellen Werwolfregisters im Jahr 1947, einer Liste aller bekannten Werwölfe in Großbritannien. Das Stigma, das Werwölfe umgibt, ist in der magischen Welt enorm und Lupin war ein lebendiges Beispiel dafür, wie Vorurteile und Missverständnisse gegenüber Werwölfen bestehen. Obwohl Lupin selbst nie seinen Namen in das Register eintrug, war die Offenbarung seiner Identität als Werwolf am Ende von Der Gefangene von Azkaban ein Schock für viele Eltern. Snape wird oft für das Durchsickern dieser Information verantwortlich gemacht, aber es ist möglich, dass auch Newt Scamander als Leiter des Werwolfregisters involviert war oder zumindest von diesem Vorfall wusste. Ein Besuch bei Albus Dumbledore. Trotz seines Ausschlusses aus Hogwarts war Newt Scamander ein enger Freund von Albus Dumbledore, dem ehemaligen Vertrauensschüler und späteren Schulleiter. Dumbledore unterstützte Newt sogar öffentlich nach der Veröffentlichung seines Buches und lobte es als Meisterwerk. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, wurde zu einem anerkannten Lehrbuch an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und trug erheblich zum Erfolg der Schüler in Prüfungen zur Pflege magischer Geschöpfe bei. Es ist daher naheliegend anzunehmen, dass Newt Scamander einfach einige Exemplare seiner Bücher an die Schüler geliefert hat, um sie in den Lehrplan zu integrieren, trotz seines Abschlusses in Hogwarts. Diese Handlung könnte erklären, warum sein Name auf der Karte des Rumtreibers auftauchte, als jemand, der eine bedeutende Verbindung zur Schule und deren Aktivitäten hatte, insbesondere im Zusammenhang mit magischen Kreaturen. Diese Theorien bieten interessante Einsichten in die möglichen Gründe für Newts Präsenz auf der Karte des Rumtreibers und zeigen, wie seine Arbeit und Verbindungen innerhalb der magischen Welt weitreichende Auswirkungen hatten. Die Schule weiß, dass er der Autor ist und dass er keine Bücher ausliefern muss. Ich weiß auch, dass er ziemlich alt gewesen sein muss, aber viele Autoren sind sehr stolz auf ihre Werke. Es könnte also eine Gelegenheit für Newt Scamander gewesen sein, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, einige seiner Bücher auszuliefern und gleichzeitig sein altes Revier zu besuchen. Die Karte des Rumtreibers. Eine recht einfache Theorie zu diesem Thema besagt, dass es sich lediglich um einen Fehler oder eine Anomalie in der Karte des Rumtreibers handeln könnte, die kurzzeitig den Namen von Newt Scamander zeigte. Trotz ihrer komplizierten Verzauberung und fortschrittlichen magischen Natur liefert die Karte nicht immer vollständig genaue und aktuelle Informationen. Das Erscheinen von Newts Name könnte auf eine technische Störung oder ein vorübergehendes Versehen in der Funktionsweise der Karte zurückzuführen sein. Die Karte des Rumtreibers, ursprünglich erstellt von Remus Lupin, Sirius Black, Peter Pettigrew und James Potter, ist ein komplexes magisches Artefakt. Sie basiert auf akribischen Verzauberungen und einem tiefen Verständnis der Magie und ermöglicht es dem Benutzer, die Bewegungen von Personen auf dem Gelände der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zu verfolgen. Die Magie, die bei der Erstellung der Karte verwendet wurde, ist beeindruckend und umfasst den Homunculus-Zauber, der es dem Besitzer der Karte erlaubt, die Bewegungen jeder Person im Schloss zu verfolgen. Sie wurde außerdem verzaubert, um die Neugierde ihres Widersachers Severus Snape auf die beleidigendste Weise abzulehnen. Was wir jedoch nicht vergessen dürfen, ist, dass diese hochentwickelte magische Karte von einer Gruppe von Schülern erstellt wurde.
Obwohl die Rumtreiber talentierte Zauberer waren, handelt es sich dennoch um Jugendliche. Außerdem war die Karte zu dem Zeitpunkt, als Newts Name auftauchte, fast 20 Jahre alt. Technisch gesehen hat die Karte viele bewegliche Teile und ist sehr komplex, sodass es auch nahe liegt, dass sie nach 20 Jahren vielleicht Probleme haben könnte, alles richtig zu erkennen. Seidenschnabel. Die nächste Theorie besagt, dass Newts Commander auf dem Gelände von Hogwarts war, um Seidenschnabel zu retten. Eines der wichtigsten Ereignisse in der Gefangene von Azkaban war die Hinrichtung des Hippogreifs Seidenschnabel. Dieser wurde zum Tode verurteilt, nachdem er Draco Malfoy während der ersten Unterrichtsstunde über die Pflege magischer Geschöpfe verletzt hatte. Malfoy hatte ihn jedoch provoziert. Später erklärte Hagrid Harry, Ron und Hermine, dass das Todesurteil gegen Seidenschnabel ohne Gerichtsverfahren vom Ausschuss des Zaubereiministeriums für die Beseitigung gefährlicher Kreaturen vollstreckt werden sollte. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass Seidenschnabel keine gefährliche Kreatur war. Er hatte nur eine unglückliche Auseinandersetzung mit einem respektlosen Schüler. Da dieses Ereignis eine zentrale Rolle in der Gefangene von Azkaban spielt, ist es durchaus plausibel, dass Seidenschnabels bevorstehende Hinrichtung Newts Commanders Aufmerksamkeit erregte. Erstens hatte Newt eine tiefe Liebe zu allen magischen Kreaturen. Und zweitens war seine eigene Mutter zufällig eine Züchterin von Hippogreifen, was die Situation noch ein bisschen persönlicher macht. Zudem glaubte Newt nicht an die Ungerechtigkeit, die Seidenschnabels Hinrichtung darstellte. Newts Überzeugung, dass magische Kreaturen nicht von Natur aus gefährlich sind, sondern eher auf Misshandlung reagieren, würde ihn motivieren, nach Hogwarts zu reisen und Seidenschnabel zu retten. Mit seiner Hingabe zum Wohl magischer Geschöpfe ist es wohl vernünftig anzunehmen, dass Newt alles tun würde, um die Ungerechtigkeit und die ungerechte Hinrichtung zu verhindern, was sein Erscheinen auf der Karte des Rumtreibers wohl erklären würde. Luna Lovegood. Erinnerst du dich an Luna Lovegood, die später im Leben eine ziemlich berühmte Magizologin wurde, genau wie Newt? Was sie auf diesen Karriereweg wohl brachte? Nun, ich vermute, ihre Inspiration waren soziale Interaktionen mit einem Jungen namens Rolf. Rolf, der zur gleichen Zeit wie Luna in Hogwarts studierte, war zufällig der Enkel von Newts Scamander. Interessanterweise heiratete Luna später tatsächlich Newts Enkel Rolf. Das Paar bekam sogar zwei Kinder. Was ich damit sagen will, ist folgendes. Da Rolf einige Jahre bei Luna in Hogwarts war, liegt es nahe, dass Newt vielleicht einfach nur seinen Enkel in Hogwarts besucht hat. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Was haltet ihr von diesen Theorien? Denkt ihr, eine von ihnen ist wahr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.